Die Emerging Markets haben langfristig gesehen das höchste Wachstumspotenzial. So habe ich das zumindest gelesen. Was verbirgt sich eigentlich hinter diesem Begriff und worauf sollte ich bei der Geldanlage achten? Das kläre ich jetzt in Bankdeutsch leicht gemacht mit Commerzbank-Chefanlagestratege Chris Oliver Schickenkamp. Emerging Markets, was genau verbirgt sich denn anlagestrategisch dahinter? Als Emerging Markets bezeichnet man die Anlageregionen, die Länder, die tatsächlich entweder von ihrer Wirtschaftskraft her oder von ihrem politisch-regulatorischen Umfeld noch nicht auf dem Niveau der westlichen Industrienationen sich befinden. In der deutschen Umgangssprache würde man die wahrscheinlich als Schwellenländer bezeichnen. Das größte Land auf der Liste der Emerging Markets ist China, immerhin die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt. Wie passt das zusammen? Immerhin sind ja Chinas Städte moderner als unsere. Das stimmt, aber China ist ein Land mit zwei Gesichtern. Zum einen haben wir tatsächlich Metropolen, die absolut auf westlichem Standard, teilweise sogar etwas über unserem westlichen Standard sind. Und dann gibt es aber auch sehr viele ärmliche ländliche Gebiete, in denen tatsächlich noch erhebliches Entwicklungspotenzial besteht. Und zum anderen darf man nicht vergessen, dass auch das politisch-regulatorische Umfeld in China noch nicht so zuverlässig, noch nicht so transparent ist, wie man das von den westlichen Industrienationen gewohnt ist. Das sind nur zwei Faktoren, die dazu beitragen, dass China offiziell in der sogenannten MSCI-Klassifikation als Schwellenland abgetan wird, obwohl es sicherlich in vielen Facetten schon vollkommen ebenbürtig mit den westlichen Industrienationen ist. Welchen Anteil haben denn die Schwellenländer im globalen Aktienindex wie dem MSCI Welt? Die Frage lässt sich jetzt einfach beantworten, nämlich gar keinen. Der MSCI Welt ist tatsächlich nur ein Spiegelbild der westlichen Industrienationen. Hier spielen Schwellenländer gar keine Rolle. Wenn Sie tatsächlich global investieren wollen, inklusive der Schwellenländer, dann dürfen Sie nicht den MSCI Welt wählen, sondern dem MSCI All Countries. Und wie hoch ist da der Anteil? Ungefähr 11%, obwohl der Anteil der Emerging Markets an der globalen Wirtschaftsleistung bei knapp einem Drittel liegt. Was sollte ich denn beachten, wenn ich in diese Regionen investiere? Da sind mir im Wesentlichen drei Dinge wichtig. Erstens, die Emerging Markets sind kein homogener Haufen, sondern tatsächlich eine heterogene Ansammlung ganz unterschiedlicher Länder und Regionen. Lateinamerika hat ganz andere Charakteristika als beispielsweise die asiatische Region oder Osteuropa. Von daher gilt es hier sehr differenziert zu Werke zu gehen. Aktuell würden wir beispielsweise einen Fokus auf die asiatischen Volkswirtschaften innerhalb der Schwellenländer setzen. Zweitens, in den Emerging Markets sollten Sie niemals in wenige Einzelwerte investieren, sondern breit gestreut über ETFs oder aktiv gemanagte Investmentfonds. Und drittens gibt es in den Emerging Markets nicht nur Aktien, sondern auch Anleihen und andere Anlagekategorien. Von daher durchaus gerne breiter denken. Vielen Dank, Herr Schickentanz. Wenn auch Sie einen Finanzbegriff erklärt haben möchten, dann schreiben Sie uns gerne an cio@commerzbank.com. Bis zum nächsten Mal. Ihre Melina Rost und Ihr Chris Oliver Schickentanz.